Liste Fritz, Bürgertag 2010. Unsere Partei ist das Tiroler Volk. Unsere Partei ist das Tiroler Volk. Das Tiroler Volk! Das Tiroler Volk und das Bürgerforum Tirol. Man kommt sich zunehmend näher. Es geht um die Sache, um den Inhalt. Denn die Oppositionsarbeit der Liste Fritz ist breit aufgestellt und zeigt deutlich Wirkung. Das Bürgerforum ist so etwas wie der Opinion Leader, der Meinungsführer der Opposition geworden. Mehr noch, die Liste Fritz hat weitgehend die politischen Themen im Lande bestimmt und es ist ihr gelungen, wichtige Beschlüsse im Landtag durchzusetzen. So ist die Regierung zu Maßnahmen und Korrekturen gezwungen, die ohne die Liste Fritz nie zustande gekommen wären. Den Agrargemeinschaften wurden kräftig die Flügel gestutzt. Die Hypo Tirol, die 140 Millionen Euro verspekulierte, steht unter Zugzwang. Der Fohlenhof in Ebbs wird in absehbarer Zeit ausgemistet und für die UMIT wird mit deutlicher Handschrift der Liste Fritz ein Sanierungskonzept entwickelt. Wir bringen permanent natürlich entsprechende Initiativen. Ich würde schon sagen, wir treiben natürlich also die Regierung vor uns her. Machen gute Arbeit. Derzeit massiv im Visier des Bürgerforums die Bildung. Mit Eifer habe ich mich der Studien beflissen. Zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles wissen. Goethes Faust mag dazu wohl die Voraussetzungen gehabt haben. Tirol hat sie nicht. Und das will die Liste Fritz ändern. Dazu der Hauptreferent des Bürgertages, Dr. Andreas Salcher. Er redete Klartext. Dr. Andreas Salcher, Harvard-Absolvent, Ex-ÖVP-Mandatar, bringt es auf den Punkt. Das betrifft ganz Österreich, aber auch ein kleines Land wie Tirol kann sich nicht leisten, dass ein einziges Talent verloren geht. Und auch Tirol hat natürlich strukturelle Defizite, die nicht dazu beitragen, dass jedes Kind die Schulkarriere machen könnte oder die Talentförderung bekommt, die ihm zusteht. Die Bevölkerung sollen sich fragen, ob sie wirklich für ihre Zukunft so einverstanden sind. Unsere Kinder sind die Zukunft und das Wichtigste ist eine gute Lehrerausbildung. Für unsere Kinder brauchen wir die besten Lehrer. Österreichs Schulen fördern nicht die Talente. Drei Dringlichkeitsanträge hat die Liste Fritz zum Thema Bildung im Novemberlandtag eingebracht. Zielsetzung: eine Bildungsstrategie 2020 für Tirol und das Konzept Tiroler Mittelschule. Zudem soll die Gesamtschule für die 10- bis 14-Jährigen forciert werden. Hierzu bedarf es allerdings eines Finanzierungskonzeptes für eine Bildungsstiftung. Kein Tiroler darf ohne Hauptschul- und Lehrabschluss sein. Derzeit sind das 1000 Jugendliche. Zudem brechen von 14.000 Lehrlingen 2.000 die Lehre ab. Das schafft Sozialfälle. 11.000 Tiroler haben überhaupt keinen Hauptschulabschluss. Man muss ihnen eine Chance geben. Immerhin, die ÖVP wird die dringend geforderte Einführung der Tiroler Mittelschule jetzt umsetzen. Fazit des Bürgertages: Dank klarer Zielsetzung und fundiert erarbeiteter Konzepte ist das Bürgerforum zum Herzschrittmacher für die Landesregierung geworden.